Good morning in the morning. Heute ist der 2. September 2024. Also der insgesamt zweite Tag. Ich war ja gestern schon ganz kurz hier, kurz vor Feierabend, um Hallo zu sagen. Der erste richtige volle Tag. Ja, was gibt's für Projekte? Fußpflege steht natürlich wieder an bei den Elefanten mit Grant und mit Malka. Und außerdem, ja, ich habe gesagt, Grant irgendwie stinkt 10 Kilometer gegen den Wind. Ja, er geht nicht gerne baden, also eigentlich gar nicht mehr in letzter Zeit. Höchstens mit dem Rüssel mal so eine Rüsseldusche. Aber seit der Mast hat er das wohl auch nicht mehr gemacht. Und da habe ich gesagt, gut, dann duschen wir ihn halt mal ab, damit er wenigstens einmal schön sauber wird. Da sagte mir jetzt der Sasa, ja, er geht beim Duschen immer rückwärts und weicht dem Wasserstrahl aus, deswegen klappt das nicht. Das werden wir in Angriff nehmen und ich werde mal heute anfangen, ihn darauf zu trainieren, dass er sich abduschen lässt. Ich kenne das bei Elefanten, wenn die trocken sind, dann wollen die nicht nass werden. Wenn die sowieso schon nass sind, dann macht es denen Spaß. Aber wenn die trocken sind, wollen die nicht nass werden. Das Wasser ist auch nicht gewärmt. Es ist ein bisschen frisch, ein bisschen kalt. Also wollen viele nicht nass werden. Aber man kann sie darauf trainieren. Und das habe ich heute mal vor. Check out. 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 Check
So, Grant und Malka sind jetzt beide abgeduscht. Der Pool läuft auch wieder voll Wasser. Und hier die Hayfeeder sind auch ordentlich befüllt. Ein paar Pellets, ein paar Äpfel und vor allen Dingen Heu. Und beide fressen hier genüsslich am Hayfeeder. Malka geht wahrscheinlich jetzt zum anderen. Jawohl. Dran steht noch da. Das Hinterteil ist nicht so nass geworden, aber bei Malka ist auch das Hinterteil nass geworden. Sie geht jetzt am Enrichment Tree vorbei und geht jetzt hier zu dem Hayfeeder. Und in dem ist auch jede Menge Heu drin. Ja, liebe Elefanten, ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt wird noch der Kuhstall sauber gemacht und auch abgespritzt. Ja, so sieht der Bullenstall aus. Also ganz schön viel Kot, der hier entsteht. Und alles gereinigt. Da hinten ist Sand. Aber hier, wo kein Sand ist, wurde natürlich auch ausgespritzt. Gut. Stopp. Hier sieht man also, hier liegen frische Weidenäste. Guten Morgen, Grant. Wie geht es dir? Hier der Hayfeeder ist befüllt. Das Wasserbecken ist auch voll und es kommt auch ständig neues Wasser hinzu. Da liegt noch ein weiterer Weidenast. Und hier auch bei Malka, hier ist die liebe Malka, da liegt ein Weidenast und sie frisst hier auch am Hayfeeder. Und auch der Hayfeeder ist befüllt. Guten Morgen, meine liebe Malka. Guten Morgen, ja fein. Feine Malka. Wenn die Elefanten mit den Ohren schlackern, so wie Malka das gerade gemacht hat, das kann klimatische Gründe haben, aber meistens ist es dann in dem Fall doch Freude und Begrüßung. Ja, jetzt fressen beide am selben Hayfeeder, der hier ist leer. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal den Enrichment Tree zu zeigen, wo wir wieder Autoreifen aufgestapelt haben heute Morgen. Und hier mache ich den mal gerade auf. Da sieht man, hier ist also mit Heu befüllt dieser Hayfeeder.